Oh, da sind wir wieder bei Tales of Symphonia. Und ab zur Menschenfarm. Schnitt war übrigens perfekt. Die Aufnahme. Nehme ich mal an. Das entsteht jetzt mit dem anderen an einem Stück. Oh ne, also mit dem, was jetzt die letzten Tage kam. Also mit dem, was die letzten Tage kam, kommt jetzt alles an einem Stück. So. Jetzt mal da hoch. Hallo? Okay, kann ich noch nicht. Gehen wir gleich da hoch. Wo ist das hier hin? Na, da will aber einer nicht arbeiten. Eine. Ist ja faul. Marble. Genius. Is that your friend? Yeah, I'm Lloyd. Also? I am pleased to meet you. Marble, did you see it? There was an oracle. Yes, I did. I saw the Tower of Salvation. Now the Chosen's journey of regeneration can finally begin. I hope it is successful this time. The last Chosen failed, right? Yes, I heard the Chosen was killed by Desaians during the journey. I wonder if Colette will be all right. Natürlich, sagt er uns. Also eigentlich nicht, aber Kratos. Kratos ist wichtig. Let us pray to Martell. May she guide the Chosen on a safe journey. Huh? Hey, Gramps. Gramps? Noch nie gehört. Her name's Marble. Marble. Isn't that an X-Sphere? Oh, is that what this is called? They placed it on me shortly after I came here. Yeah, that's definitely an X-Sphere, but there's no... An X-Sphere without a keycrest is dangerous. What's a keycrest? And how is it dangerous? Attaching an X-Sphere directly to your skin supposedly makes you sick. But ironically... It's useless unless you attach it directly onto the skin. So, in order to prevent it from making you sick, you carve a spell into a special ore and use that as a mount for the X-Sphere. That's the keycrest. You're very knowledgeable. But it looks like Marble's X-Sphere doesn't have a mount at all. Wenigstens etwas weiß Lloyd. Nope, doesn't look like it. If the charm was the only thing needed, I could carve one myself, but... There's nothing I can do without the inhibitor ore that acts as the mount. There has to be something you can do, Lloyd. It's not as easy as you think. Keycrests are dwarven technology. Your dad's a dwarf. Please ask him for help, Lloyd. But I don't know what he's gonna say about this. Oh, come on. You're the one that brought up the keycrest in the first place. Jetzt bist du wieder wütend auf mich. Du magst mich weniger. Okay, okay. I'll ask him. Please don't trouble yourself. Hey, old hag! What the hell you doing over there? Oh no. The Desaians. Run away, you two. Hurry. Okay. Okay, I'm sorry. Don't worry, just go. I'm sorry, Marble. Und jetzt laufen wir weg, während die arme Omi gleich verprügelt wird. What are you doing over here? Who said you could slack off? Get back to work! I'm sorry. What's with that look, huh? Huh? Looks like someone's got an attitude problem. No, of course not. Shut up! You two, take her to the back! We're gonna give her a little lesson on respect. Yeah! Ja. Alte Leute verprügeln. Ja, so haben... So mögen's wir, natürlich. This doesn't look good. They're taking her to the back. But what can we do? There's gotta be something we can do. Let's find higher ground where we can see what's going on in there. Wäre sie ein bisschen jünger, würde es ein bisschen anders um ihr stehen. It looks like we can go up from here. Ja, ja, der A-Knopf. Da unten rechts. Moment, damit man es auch sieht. Da, da steht Springen. Also A zum Springen. Und ich glaube, hier war nur ein Orangengel. Orangengel. Wegschmeißen.
brauchen wir nicht. So, wir brauchen schon Heilung. Zack, wieder hoch. Und hier. Ja, peitscht sie aus. Das Hadomaso Designs. Jesus! We've gotta save her! But how? You attack the Designs from here with magic. What? Aren't we gonna get in trouble? We don't have a choice. Afterwards, hide among the bushes and make your way back to the village. I'll act as the decoy. But that'll put you in danger. Don't worry. I'll head down the cliff so they don't see my face. Then I'll run in the opposite direction from the village. Okay. You should replenish your energy before... I've got some leftover cookies from the ones I gave to Colette. Here, have some. Yeah, wahrscheinlich geheilt. Zack, zack, zack. Tja, Arsch verbrannt. Darius, stop him! Open the main gate! Attacke! Wie die rennen, das sieht immer so witzig aus. Quickly, come this way! Immer mit einer Hand so ausgestreckt. Thank you. Zack. Da läuft er. Bam! Natürlich fällt er hin. What was that? What was that? Uh-oh. Little brat. Brat gleich Ratte. Aha. Einpeitscher. Du hast einen sehr schönen Namen. Na Moment, ich kann dich noch kurz scannen. Gut, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel verliere. Ich soll den ersten schnell töten. Aua. Naja, stimmt. Angriff von hinten bricht mein Verteidigung. So. Dich mache ich jetzt ohne Schaden. Ich sagte, dich mache ich jetzt ohne Schaden. Mann, hör auf zu blocken, du Penner! Penner, Mann. So. Zurück. Komm zurück. No you. No you. So. Nix Inferior Being, am Arsch Inferior Being. Oh, da kommen mehr. Running. Jumping. Falling. Natürlich, er springt eine, was weiß ich, 50 Meter hohe Klippe runter. Und bricht sich kein Bein. Nein. Zack. Fuß gebrochen. Beine gebrochen. Becken gebrochen. Wirbelsäule gebrochen. Alles kaputt. Lloyd, they saw your face. I'm sorry, it's all my fault. Don't worry about it. But... I took out the ones that saw my face, and the rest of them are still back up on the cliff. As long as we hurry up and get out of here, they'll never know. Oh, okay. Just do my homework for me, okay? Okay. All right then. I'm gonna head on home. You should head back to the village. Lloyd, thanks for helping Marble. Hey, that's what friends are for, right? Schau, Genius. Ich glaube, es gibt eine Ausrüstung oder sowas. Da kommt noch wer. Zeig dich noch jemand. Analyze the data from the gate surveillance system. Natürlich, die haben Kameras überall. Yes, sir! How did a mere human make that kind of jump? Ja, springen und fallen, mehr braucht man nicht. Aufrüstung von Genius erhalten. Gut, dann wollen wir sie doch mal direkt geben, und zwar den Kopf hier. Den Kopf, die Mütze hier. So, einmal speichern nochmal. Und weiter geht's. Jetzt gehen wir zu uns nach Hause. Und weichen den Monstern aus. So, links ist mit Ruhe, gut, da ist kein Monster. So, hier hinten ist... Na, Monster. Ha, paralysiert. Aber ich glaube, hier ist auch nur ein Lebenswasser. Ne, Lederhandschuhe. Oh, das war doch gut. Ich muss die auch mal im Dreck geben. Und das Apfelgel wieder wegschmeißen. So. Paralysieren. Und... Nein!